Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Fischer, lass mich gerade mal die Kamera ein bisschen nach oben tun. Ja. Ja, du siehst hier meine dampfende Kaffee, meinen dampfenden Kaffee hier in meiner Daisy. Heute ist es ein bisschen frisch hier drin, es regnet auch, vielleicht kannst du es hören, ja, weil ich lebe ja in einem ganz kleinen, bescheidenen Bus und ja, reise ein bisschen um die Welt damit. Ja, und aus diesem Grund, lieber Fische, bedanke ich mich schon zum Voraus für eine kleine Spende an mich und an die Daisy und auch, dass du diesen Kanal unterstützt, indem du hier einen Like gibst, einen Kommentar. Werde doch auch ein Kanalmitglied, ja. Und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Ja, und wie man sehen kann, beginne ich allmählich auch hier die englische Sprache mit einzubringen, ja. Das Ziel wäre natürlich, dass ich irgendeinmal die Zeit finden würde, die Legung auch auf Englisch zu übersetzen. Wir werden sehen. We will see what the future brings. Que sera, que sera. Und genau das war etwas von deinem medialen Bild. Wie ich dir immer im Voraus gebe, von der geistigen Welt, von den aufgestiegenen Meistern, ja, werde ich dir das mediale Bild übergeben, lieber Fische, für den Monat Juni. Und dann starten wir in deine Legung hier mit diesem wunderschönen Heindl-Tarot-Deck. Und ganz, ganz besonders hier möchte ich dir diese Runen vorstellen, die mein Sohn gemacht hat. Ja, das ist also von Hand gemacht, in der Farbe eines Lapis Lazuli. Das war das Sternzeichen meines verstorbenen Reisebegleiters. Das war mein Wolfshund Barbossa. Und hier drin ist auch seine Asche. Also ein wunderschönes Geschenk. Und ja, so ist mir eine Ehre, gebe ich dir am Ende noch eine Rune mit auf den Weg als Botschaft, lieber Fische. Ja, lass uns hineinstarten in dein mediales Bild. Also das war wirklich ganz, ganz süß. So ein süßes mediales Bild hatte ich noch schon lange nicht mehr bekommen von den aufgestiegenen Meistern für dich. Also ich sehe dich ja als den Fische, ja, du bist ja auch unsere, sie nennt dich auch die Perle Gottes, ja, also, ja, genau. Und ich sah dich im Wasser und dann hörte ich so dieses Ping, Tuck, Ping, Tuck. Und jedes Mal bei diesem Ping stieg eine Bubble rauf. Es kam mir vor wie ein Geräusch von einem U-Boot. Weißt du, was ich meine? Dieser Ton. Auf dem Radar wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hast du was auf dem Radar hier im Schirm, Fische? Und dann hörte ich, also ich sah wirklich, wie dieses U-Boot da unten durchging und diese Bubblen aufstiegen. Und das Lied kam, que sera, sera. Whatever will be, the future is no ours to see. Kennst du das Lied definitiv? Und ich sah dich so mitschwingen in diesem Strom von diesem U-Boot und diese Bubbles und dann, du hast so begonnen an zu lachen. Du dachtest, meine Güte, um was mache ich mir eigentlich Sorgen? Irgend sowas, du hattest da so einen Erleuchtungsmoment im Sinne von all die Gefühle, ja, all das Gedanken, all das. Ich fühlte einfach, du warst irgendeinen Moment völlig klar. Mit dir selbst, im Vertrauen, mit dem Göttlichen. Also
wunderschönes mediales Bild für dich für den Monat Juni, lieber Fischer. Und vielleicht gehst du ja sogar irgendwo hin ans Meer. Wer weiß? Gut, lass uns starten in deine Legung hinein, Fische. Pisces. Pisces. June. The Pearl of God. Pisces. Fische, Juni. Allgemeine Ebene. Fische, Juni. Allgemeine Ebene. Lass es mich übrigens auch wissen, wie das mediale Bild für dich stimmig ist und was es für dich bedeuten könnte. Und wenn du das erste Mal hier an meinen Tisch geflattert bist, lieber Butterfly, und nicht weißt, wer ich bin, wer ich eigentlich bin, was ich tue, was meine Services sind und meine Ausbildung, meine Education zur Hohenpriesterin oder Hohenpriester, dann findest du alles unten in der Videobeschreibung. Drück einfach auf Mehr und alles wird für dich aufpoppen. Genau. Ich habe so eine gute Schwingung. Kesra, sera, whatever das heißt. Oh ja, du auch. Meine Güte, schau dir das an. Vierter Kelch. Sehnsucht. Ich glaube, dass du nach irgendetwas gesucht hast. Ich sehe es jetzt, vielleicht hast du auch tatsächlich Sehnsucht, für ans Meer zu gehen, irgendwie einfach eine schöne, entspannte Zeit für dich zu haben. Aber ich glaube, dass der Kelch, der dir hier geboten wird, dass du den annehmen wirst. Und du wirst eine wunderbare Zeit haben hier. Schau mit. Waage, Sternzeichen, Gleichgewicht, die Gerechtigkeit. Hier kommt etwas in Balance zurück, in Ordnung. Hier bringst du vielleicht auch Dinge in Ordnung oder das Leben ordnet sich für dich wieder und du bist super ausgeglichen zwischen den Elementen hier. Ja, und wenn wir das sind, ja, wenn wir in Alignment sind mit uns selbst, mit dem Leben, diese Augenblicke, kennst du vielleicht, lieber Fische, also ich muss jetzt da auch an meinen Sohn denken, er hat einen unglaublich hohen Spirit, im Sinne von, ja, wir, manchmal sitzen wir gemeinsam und dann müssen wir einfach lachen. Jetzt habe ich genau auch so einen Moment, oh Gott, weil es ist alles gut. Genau, sowas sehe ich hier im Juni bei dir. Ich weiß nicht, lass es mich wissen, Fischer, ob du diese Momente auch kennst. Und ich glaube, du kannst das mal richtig lange halten. Dieser Zustand von... Entschuldige. Bing. Bing. Oh. Oh man, oh Gott. Wo man manchmal versteht, es ist alles so unwichtig, ja. Das ist ein kleiner Sitona-Moment, ein kleiner Erleuchtungsmoment, ja. Und das Ziel wäre, dass man den immer länger halten könnte. Man ist dann in diesem Lächeln des Buddhas. Und Buddha übrigens hat Sternzeichen Waage, pfirsichfarbener Strahl, Lord Maitreya, 12. Strahl. Ja, die Lehre da draußen von der Esoterik ist nicht korrekt. Ich lehre das neu, so wie das sein sollte, weil ich war ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Ich ging da mit 16 Jahren rein, ja. Das sind mittlerweile, das muss ich 38 Jahre, ja, wo ich von den aufgestiegenen Meistern geistig lerne. Sie sind meine Lehrer. Und auf das neue Zeitalter hin, ja, muss man anders
die Dinge sehen. Da muss jetzt ein bisschen die Wahrheit rauskommen, im Sinne, man muss auch den 13. Aspekt reinnehmen. Der wurde ja immer verheimlicht. Dazu habe ich Videos in der Playlist Botschaften der geistigen Welt. Du kannst sie dir anschauen. Also wenn dich dieses Wissen interessiert, lieber Fische, dann bist du bei mir und meinen Ausbildungen absolut korrekt. Mhm. Weil ich weiß nicht, du hast hier auf jeden Fall noch die Vollendung, Stab 4, 11.11, das ist ein Meisterportal, das ist das Herzensportal. Wir wissen das, die Ausbildung bei mir machen. 11. Strahl ist die göttliche Liebe und durch dieses Portal müssen wir kommen. Die Seele muss so leicht sein wie eine Feder. Es ist nicht die Seele, sondern es ist das Herz bei diesem Portal. Und genau das machst du hier. Boom. Du gehst durch dieses Portal. Und wer das kann und tut, versteht, was Liebe ist. Und die ist ganz anders als das, was wir Menschen uns nämlich über Liebe alles ausdenken. Ja. Der Mensch macht sich über die Liebe ein Gedankenkonstrukt. Eine Kopie, 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 Kopie vom Göttlichen, von der göttlichen Liebe. Und vielleicht suchst du danach, lieber Fischer. Wow, wenn du danach suchst, kann ich dir sagen, hier, das könnte sogar ein Twin sein. Und ich rede nicht von einer Soulmate, das ist was anderes. I'm not talking from a soulmate, I'm talking from your twin. Soul or twin flame. It could be, but it also could be just that extreme balance in yourself. Yes? Mm-hmm. Who brings you to portal 1111 directly to the love of God and Goddess. Wow, wow. What a beautiful month here. Oh, Pisces, what a beautiful month. Finanzen und Beruf, Fische, Juni. Finances and Job, Pisces, June. Wir haben Isis. The Tower. Und das unter der Gerechtigkeit. Ja, hier kommt was, hier hast du einen Durchbruch. Falsche Vorstellung. Es könnte zwar auch sein, dass hier vielleicht beruflich bei dir etwas völlig zusammenbricht, vielleicht auch finanziell. Aber der Witz ist, es macht dir überhaupt nichts aus. Es ist dir völlig egal. Du lachst darüber. Ja, oder es ist genau das Gegenteil der Fall. Du hast hier finanziell und beruflich einen Durchbruch mit dir selbst im Sinne von, wow, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Wir haben hier die falschen Vorstellungen. Und ich glaube, du hast hier im Juni mit diesem völlig in Alignment sein, in alignment with the universal energy, ja. Something is coming through. Boom. An idea. Ja, eine Idee. An enlightened idea. In job and finances. Like, boom. That's the way I have to do it. Oh my gosh. Or that's what I have to do. That's my purpose. Das ist, was ich tun muss. Darum bin ich hier. Because we have here, entschuldige, ich beginne die Videos zu mixen, Deutsch, Englisch, ich hoffe, es stört euch nicht, weil ich übrigens interessanterweise auch Englisch denke. Auch wenn ich mit den Meistern in einem Team bin, in einer Besprechung, höre ich es oft auf Englisch, nicht auf Deutsch. Oder in Lichtsprache halt.
Isis, schau, wie sie klar sieht. Prinzessin der Schwerter. Drittes Auge. Third eye. Open. Very clear. That's the way I have to do it. I did something wrong. Ich hatte hier falsche Vorstellungen. So. Also was auch immer das ist. Whatever it is, it's... Don't be afraid. It's like the song. Que sera, sera, na, 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 boop, boop, bing. It's so... For the moment, für den Moment, ist es vielleicht schmerzhaft. Aber... For the future, it will be perfect. Für die Zukunft ist es perfekt. Beruf und Finanz, ja, da hast du einen Durchbruch. Einbruch, Durchbruch. Natürlich, wenn du hier alles genauer wissen willst, müsste ich eine persönliche Legung für dich machen, eine Beratung, das kann man auch tun. Zu allen Services von mir findest du unten ein Video, ein Informationsvideo, a little information video to my services. Schau sie dir bitte an, bevor du dich meldest, ja, weil dort sind auch die Kosten drin. Genau. Love and Relationships, Liebe und Beziehung. Pisces, June, Fische, Juni. Wow. Eine Chance hier, definitiv, viel Energie. Ja, wir haben eine Prinzessin der Stäbe. Vielleicht lernst du hier einen grandiosen, einen tollen Menschen kennen mit einer super Energie. Auch hier in Sachen Liebe und Beziehung hast du eine Einweihung. Wow! Ich glaube nicht mal, dass du hier einen Menschen kennenlernst. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass du bereits einen Partner hast. Ich glaube, es hat nicht einmal mit einem anderen Menschen zu tun. It's not about another person. I think it is just you. Me, myself and I. Me, myself and I. Oh my God, why I'm so happy. Ich glaube, du hast auch in Sachen Liebe und Beziehung hier eine Befreiung. Ass der Stäbe. Ja. Ace of Wands. A chance. A lot of energy. I think it's just Kundalini, yeah. Open the third eye, boom, see, very clear. Du siehst super klar, auch was Liebe ist. Portal 1111, what is love? Wow, oh, Goosebumps. Oh, ich habe so Gänsehaut. Prinzessin der Kelche, Prinzessin der Stäbe im Osten. Princess of Wands. Look, the third eye opening here. Yeah. I think even in love, you are not stressed anymore. Whatever happened, it will. You are trusting so much in yourself. Du hast so Vertrauen ins Universum, in das Leben selbst. Du hast verstanden, dass deine Geschichte bereits geschrieben ist. Yeah, your life book is already written. And you know, you cannot, whatever you do, it can't be wrong. Also was immer du tust, es kann gar nicht falsch sein. Und was immer dir das Leben bringt, kann auch nicht falsch sein. Du kannst ja oder nein sagen. Whatever life brings you, it can't be wrong. It's a chance, but you can say yes or no. Right? Weil du hast hier den Gehängten, the hanging man, enlightenment, yeah, that, you have an enlightenment in love here, what is love, wow, ja, du siehst das plötzlich von einer ganz, ganz anderen Sichtweise.
It changed the way you was looking the world and your surrounding, your life. Wow. Also wunderschöne Energie hier für dich, Fische. Wow. Absolut. Ich fühle hier Buddha ganz stark in deine Legung kommen. Lord Maitreya selbst. Ja. Ja. I think Buddha will be in your life, his energy in the month of June. Oh, und hier dein Runenstein. Lass mich nachlesen, was er bedeutet für dich. Ja, das ist die Kenaz. Ja. Und sie meint, sie sagt, Fackel, Wunde oder Korn. Die Kenaz ist die Fackel. Also das Licht. Die Fackel ist auch ein Symbol der Macht, der Magie, ja, des Heiligen Geistes. Wenn ich mit meinen Priesterinnen arbeite, dann und wir ins kollektive Unterbewusstsein gehen, in die tiefsten Tiefen, wenn ich dort die Wake-up-Wellen mache, gehen wir immer nur mit Fackeln da rein. Sie, ja. What should I tell you? It's already here. Okay. Oh. Oh gosh, Planet. Ja. Yeah. Also, der Buchstabe ist K. Mhm. Gottheit Wieland. I don't know that God. Hm. Baum ist die Kiefer. Planet ist Venus und das ist auch der Planet von Lord Maitreya übrigens, eben Waage. Du siehst, es dreht sich immer um dasselbe hier, ja. Und das Element ist Feuer und Erde. Ja, da kommt etwas von oben nach unten, ja. Wunderbar. Lass mich noch. Ja, das Runengedicht für dich lesen. Die Fackel ist allem lebenden Leuten vertraut durch ihr Feuer. Es ist klar und hell und brennt gewöhnlich, wenn die Hochgeborenen in der Halle ruhen. Wow. Whatever that means. Sie bedeutet auch, die weltliche Bedeutung heißt Geschicklichkeit, Fertigkeit, kontrollierte Energie, erfolgreiche Idee, sexuelle Anziehungskraft. Geistig bedeutet die Kenaz geistige Lichtfülle, innere Führung. Jawohl. Ja, also besser geht es fast nicht. Ja, lieber Fischer, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du hier bei mir warst. Und ich wünsche dir hier, muss ich fast nicht, ganz viel Licht und Liebe, genau, que sera, sera. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du dich persönlich bei mir meldest, ja, um vielleicht eine Beratung zu machen oder eine Power Transformation, um alles Negative ins Positive zu wandeln. Das könnte dir hier auf diesem Weg
sicher eine grandiose Unterstützung sein, mit Saint-Germain eine violette Flamme, eine Power Transformation zu machen. Das ist in etwa das, was ich hier sehe, wie ich dich in diesem Prozess unterstützen könnte. Alles Licht und Liebe, bis bald, lieber Fische. Ich liebe dich von Herzen. Tschüss.